In meiner Planung sehe ich heute vor, dass ich von 70 auf 95 Kilo der Frontkniebeuge gehe und zuvor werde ich dann die leichte Kniebeuge ausführen. Freunde, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal eingeschaltet habt und es geht heute zum Freitag auch richtig ins Beinprogramm rein und zum Schluss hänge ich wie immer eine Rückenübung rein. So gestaltete sich mein Freitagstraining Frontbeuge mit 3 Hockpausen. Kniebeuge, da dürfte es keine Schwierigkeiten geben. 70 Kilo liegen jetzt auf und da geht es mit 2x5 los und dann mache ich den großen Hops auf 95 und dann muss ich richtig hart arbeiten. Ich werde den Gürtel dazu verwenden, um einfach nur die Sicherheit zu haben, dass ich mir den Rücken nicht krumm biege wie ein Komma. Habt. Ich habe jetzt in der ersten Beuge mit 95 in der fünften Wiederholung eine kurze Hockpause gemacht und im zweiten Satz werde ich dann in der vierten und fünften auch eine Hockpause machen, damit ganz einfach noch einmal die 5 Wiederholungen geboostert werden für die Kraft- und Masseentwicklung. Mehr ist es nicht. Ich sage es gleich so, es ist der Sprung von 70 auf 95, der hat es schon in sich. Aber ich habe es bekommen. Und mit der Sitzpause, ja, das ist nochmal so ein kleiner Haken, der dran gehängt wird, damit es nicht allzu leicht wird für mich. Aber es ist sehr gut, ich muss ordentlich schwer nochmal am Ende arbeiten. Und das bringt ja auch den Reiz mit sich und dann durch auch die Entwicklung. Die ziehen mir ganz schön die Beine lang und jetzt werde ich im dritten Satz ab Wiederholung 3 bis zur 5
die Hockpausen ebenfalls nochmal durchführen und dann dürfte auch die Frontkniebeuge heute komplett durch sein. Ich merke es jetzt schon, die Beine, die ruckeln ganz schön und es ist eben wichtig, mal über die Grenzen hinauszugehen und den Muskel dauernd mit was anderem zu fordern, damit eine Entwicklung passiert. Nach dem Training ging es doch in den Supermarkt und da habe ich meinen Wochenendeinkauf erledigt. Ich habe mir frische Brötchen geholt fürs Wochenende, das ist immer was Feines. Und das Brot ist meistens fürs Abendbrot gedacht, beziehungsweise wenn ich wieder auf Arbeit gehe. Und der Quark, den kann ich ja mit Kräutern versehen und als Aufstrich machen. Ja, zum Braten habe ich auch was mitgenommen. Diese Spieße, das ist ja immer was Leckeres. Mal so am Wochenende was brutzeln. Und natürlich kann man auch in der Pfanne was machen, wie hier das Geschnetzelte oder Wurst aufs Brot. Das ist meistens schon für die Woche über, wenn ich auf Arbeit bin und die Säfte mit dem Olivenöl, die sind ja jeden Morgen ein großes Muss und somit habe ich auch die Tagesdosis der Vitamine drin. Natürlich die Bratwurst darf auch nicht fehlen bei mir und Gemüse, das ist natürlich wieder was für die Arbeit, wird abgewaschen, mitgenommen und Paprika gehört auch auf meinen Speiseplan, das schmeckt immer sehr gut. Und die Tomaten, das ist was fürs Abendbrotessen und gar nicht so verkehrt als kleiner Snack.